Hallo liebe Leute, folgend geht es darum, wie Björn Höcke bei der Runde der Spitzenkandidaten in einer Schlüsselsituation hätte reagieren können. Das soll jetzt nicht altklug klingen, sondern im Nachhinein ist natürlich klar, dass einem noch Sachen einfallen, wo man vielleicht in der Situation erstmal vielleicht empfindet, es ist ungerecht, man aber nicht so recht weiß, was man machen soll. Jetzt im Folgenden der Ausschnitt, danach ein paar Worte dazu und grundsätzlich zu der Strategie, die die AfD verfolgen kann. Herr Höcke, im Landkreis Sonneberg ist die AfD ja bereits in Verantwortung. Da können Sie Migrationspolitik aktiv mitgestalten. Eine Arbeitspflicht für Asylbewerber, wie sie zum Beispiel im Landkreis Saale-Orla ja sehr strikt umgesetzt wird, die hätte Ihr Landrat dort vor Ort auch angehen können. Hat er aber nicht gemacht. Es gibt konkrete Zahlen. In Sonneberg sind zuletzt 9 Asylbewerber in gemeinnütziger Arbeit. Im Saale-Orla-Kreis mit CDU-Landrat sind es 100. Warum ist die AfD da, wo sie könnte, so zögerlich? Also ich muss viel grundsätzlicher werden. Ich erinnere an das Interview mit Yascha Monk 2018. Nee, aber ich hätte gerne meine Frage beantwortet. Nein, wir gehen jetzt mal von der symptompolitischen Ebene weg und gehen an die Ursache. Und das ist das große Problem dieser Runde, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuschauer. Dass immer an der Oberfläche herumgedoktert wird und nicht zu den Ursachen vorgedrungen wird. Und das ist mit mir nicht zu machen. Deswegen aber möchte Herr ich das Höcke, in Sonneberg können Sie ganz konkret die Möglichkeit, werden. Dort haben Sie einen Landrat. Eingangssätze zu formulieren, wie das die Kollegen Sie auch. Sie haben die Kollegen auch nicht unterbrochen. Ich möchte jetzt auch ganz gerne ein paar Eingangssätze formulieren, damit wir die Gesamtlage, und wir können dann gerne ins Detail gehen, und ich bin auch gerne bereit, da zur Stellung zu nehmen, was der Unterschied zwischen Arbeitskräftezuwanderung ist und Asylzuwanderung ist. Nee, warum, Sie sollen was warum, zu Sonneberg warum, sagen. Warum die Zuwanderung, die zu uns kommt, größtenteils nicht integrierbar ist. Das ist alles richtig. Nur nochmal, ich möchte ganz kurz mein Eingangsstatement hier abgeben. 2018 hat der bekannte Politikwissenschaftler Yascha Mauck. Es gibt keine Eingangsdatements, es gibt alle Fragen. Durften, Herr Stengele Sie durfte haben zwei auf Minuten. Ihre Frage geantwortet. 2 Minuten durfte Herr Stengele monologisieren. Ich möchte den jetzt Satz einfach zu mal Ende grundsätzlich. Machen und dann meine Frage, bitte. Nochmal, ich möchte jetzt gerne mein Eingangsstatement loswerden. Yascha Mauck, der bekannte Politikwissenschaftler, sagte 2018 in den Tagesthemen, nach 3 Jahren offener Grenzpolitik durch Angela Merkel, nachdem der Zerfall der inneren Sicherheit und die Plünderung unserer Sozialversicherungssysteme schon offenkundig war. Wir sind in einem einzigartigen historischen Experiment. Man versucht, eine monoethnische, monokulturelle Gesellschaft in eine multiethnische, multikulturelle Gesellschaft zu transformieren. Also, ganz ehrlich, das tut mir leid, aber das ist, also bei allen Regeln, aber es sind hier keinen Experiment. Die Deutschen sind niemals gefragt, mit Verlaub, aber die Deutschen sind niemals gefragt worden, ob sie überhaupt dieses Experiment mitmachen wollen, zum Schaden ihres Landes. Warum in Sonneberg nicht konkret gehandelt wird. Landes. Das ist doch Symptompolitik. Es kommt doch gar nicht darauf an, ob 10, 20 Gelegenheit in Sonneberg 10 oder 20 Flüchtlinge in Sonneberg haben. Verantwortung, dort könnten Sie handeln. Es sind 9 und im Saale-Orla-Kreis sind es 100. Und wenn Sie die Frage nicht beantworten wollen, dann geben wir die an Herrn Vogt. Es kommt doch gar nicht darauf an, ob 10 oder 20 Asylbewerber ausgeschieden sind. Sie reden nur, Asylbewerber in Arbeit sind. Wir haben Millionen, die nicht in Arbeit sind und auch nicht integrationsfähig sind. Das ist doch das Problem. Wir haben 50% mittlerweile Ausländer im Bürgergeldsystem. Unser Sozialsystem steht vor dem Kollaps. Und wir reden doch jetzt hier nicht über ein paar hundert Leute, die vielleicht in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Hören Sie doch mal auf an über Lösungen sollten wir mal diskutieren. Vielleicht können wir jetzt ganz kurz nochmal zur Frage so unattraktiv wir haben jetzt erlebt, dass möglich machen. Punkt. Und wir müssen darauf achten, dass die Menschen, die zu uns kommen, wir haben jetzt erlebt, dass wir 2 Minuten keine Antwort bekommen haben und haben natürlich versucht, eine konkrete Frage zu stellen. Es gab keine Eingangsstatements. Ich würde jetzt ganz kurz bitten, dass wir uns auch an die Regeln halten. Multikulturalisierung muss beendet werden. Sie nutzt uns nicht, sie schadet uns nur. Wir reden alle jetzt voneinander. Ich würde jetzt wirklich bitten. Ich würde es jetzt wirklich bitten. Ja, ich verstehe, dass Sie emotional sind. Nein, ich bin nicht emotional, ich versuche nur grundsätzlich zu sein. Weil die Leute draußen die Nase gestrichen voll haben von einem Weiter-so. Sie wollen Veränderungen, sie wollen kein Weiter-so. Sie wollen nicht, dass Thüringen irgendwann so aussieht wie Nordrhein-Westfalen. Aber Sie wollen auch keine Grundsatztheoretiker, sondern Sie wollen Leute, die handeln. Politik und Sie sind seit einem Jahr, Sie sind seit einem Jahr in Sonneberg in der Verantwortung und Sie sind eine lahme Ente, Herr Höcke. Wir reden doch über Landespolitik. Hören Sie doch mal auf. Ja, genau, an der Stelle ganz kurz. Sie haben bitten, dass die Gemüter sich beruhigen. Wir halten fest, was wir gerade eben an Zahlen hatten, lag auf der Hand. Wir haben gesagt, der Saale-Orla-Kreis hat 100 Asylbewerber in Arbeitspflicht gebracht, der Landkreis Sonneberg nicht. Das waren die Fakten. Wir halten fest, da wo die AfD viel fordert, sind andere konsequenter. Nein, Herr Vogt, ich würde Sie ganz kurz fragen wollen, das Thema Arbeitspflicht für Asylbewerber befasst sich auch... oder was ist der Trick? Der Moderator stellt eine Frage, die verengend ist. Er möchte damit dem Zuschauer aufzeigen, seht her, die AfD kann es nicht besser als die CDU. Es ist alles nur leeres Gerede. Die Massenmigration, also das wird dadurch nahegelegt,
die CDU hätte es nicht besser gelöst als die AfD hätte es nicht besser gelöst als die CDU. Weil jetzt sehen wir ja hier Robert Sesselmann, er kann es nicht lösen. Hier die CDU, er macht es auch nicht besser oder er macht es sogar schlechter, weil wir sehen ja Robert Sesselmann, er kommt mit der Problematik nicht zurecht. Tatsächlich ist es so, dass Robert Sesselmann, ein CDU-Mann, der dafür verantwortlich war, jetzt in der Zwischenzeit ausgewechselt hat. Björn Höcke möchte darauf nicht eingehen, sondern auf das Grundsätzliche kommen, was im Kern auch richtig ist. Wo ist jetzt das Problem? Björn Höcke kommt in die Defensive, indem er einer Frage auszuweichen scheint. Indem er der naheliegenden Frage oder dem Vorwurf auszuweichen scheint, ja, Sie können es ja auch nicht besser, hier sagen Sie doch was dazu. Es ist Robert Sesselmann, er hat es ja nicht geschafft. Warum? Sie können es nicht, Sie reden um den heißen Brei herum. Und jetzt, was Sie erzählen wollen, Sie wollen um den heißen Brei herum reden. Was hätte man jetzt tun können? Und aus meiner Sicht ist der Kern des Problems der, dass die Altparteien, das Hauptproblem ist nicht die Unfähigkeit, sondern was die AfD von den Altparteien unterscheidet, von den Politikern ist, dass die anderen ihre Fahne in den Wind hängen. Und aus meiner Sicht hätte Björn Höcke so antworten können. Er hätte erstmal erklären können, dass jeder, der damals gegen die unkontrollierte Massenmigration argumentiert hat, die AfD als Nazi hingestellt wurde. Es ist aus meiner Sicht ganz wichtig, daran zu erinnern, wie die Situation damals war. Und vor allen Dingen, die Leute werden sich dann auch wieder daran erinnern. Sie werden sich daran erinnern, die Zeit, es war damals anders als heute. Und der Hintergrund ist der, dass damals sehr wahrscheinlich eine andere Agenda geherrscht hat. Sondern es war die Agenda, Deutschland als Konkurrent der USA wirtschaftlich zu schwächen. Und deswegen haben die großen Medien Narrative verbreitet, wie die unkontrollierte Massenmigration. Und wir wissen nicht genau, was die Motive waren. Jedenfalls ist ein mögliches Motiv, die Leute wollen immer Motive wissen, dass die Medien aus dem Grund der Schwächung Deutschlands damals die unkontrollierte Massenmigration wollten und sie es heute nicht mehr wollen, weil die Deutschen damit deutlich unzufrieden sind, mit den Altparteien, die das befördert haben, Deutschland aber gebraucht wird als Waffenlieferant für die Ukraine. Aus meiner Sicht ist ganz deutlich ersichtlich, dass die ganze Argumentation zur wirtschaftlichen Stärkung Deutschlands hängt damit zusammen, dass Deutschland wegzubrechen droht, indem die Leute zur AfD überlaufen, weil die Leute unzufrieden sind, weil sie mit der wirtschaftlichen Situation unzufrieden sind. Und seitdem die AfD so stark ist, besinnt man sich darauf, okay, unser erstes Problem, wir wollen jetzt nicht Deutschland schwächen, sondern das erste Problem, was wir lösen wollen, ist, dass wir die AfD loswerden wollen. Dass wir wieder nur noch die Altparteien haben wollen, die zuverlässig US-Geostrategie umsetzen. Wie kann jetzt also Björn Höcke am besten argumentieren? Er kann erklären, also natürlich diese Ausführung mit der Geostrategie, aus meiner Sicht ist es wichtig für die Leute, aber was er auf jeden Fall erklären kann, ist, und da werden die Leute sich dran erinnern, er erklärt, dass die AfD nicht die Fahne in den Wind gehangen hat. Die Leute werden sich erinnern, jeder, der damals gegen die unkontrollierte Massenmigration argumentiert hat, wurde fertig gemacht. Auf Facebook, auf YouTube, Kanäle wurden gelöscht deswegen. Und das kann Björn Höcke erklären, und das kann man beweisen. Und das können die Leute auch, daran werden die Leute sich erinnern. Und jetzt ist die entscheidende Argumentation die, er kann sagen, gut, heute vielleicht die CDU, heute wollen sie das Problem lösen. Aber wir damals, wir haben es lösen wollen, als die CDU das Problem verursacht hat. Wir haben nicht die Fahne in den Wind gehangen. Wir sind über unseren Überzeugungen nachgegangen. Wir wollten immer das Wohl Deutschlands befördern. Wir sind nicht nach den großen Medien gegangen, die unkontrollierte Massenmigration befördert haben oder das Narrativ verbreitet haben, sondern wir haben damals gesagt, wir wollen das lösen, wenn die CDU das Problem verursacht hat. Und jetzt kommt das Entscheidende. Vielleicht heutzutage wollen die Altparteien, will die CDU das Problem lösen, aber wenn jetzt die großen Medien sich wieder anders entscheiden, dann wird die CDU wieder ihre Fahnen in den Wind hängen. Und wir bleiben unseren Überzeugungen treu, entgegen dem, was die großen Medien verbreiten. Entscheidend ist, dass hier auf die großen Medien in den Mittelpunkt gerückt werden, weil die großen Medien das Problem sind. Die großen Medien, jetzt gerade die Runde in Sachsen, sie war tatsächlich aus meiner Sicht tatsächlich fair, aber tatsächlich ist es so, dass die großen Medien systematisch die AfD verächtlich machen und dass das auch großen Erfolg hat. Dass diese Psychopropaganda, die rund um die Uhr läuft, auch mit den Narrativen, das verfängt und das hat Erfolg. Und das muss man aus meiner Sicht bei der
sollte man bei der AfD realistisch die Lage erkennen, wie sie ist und sich mit den großen Medien auseinandersetzen, mit der Berichterstattung auseinandersetzen und vor allen Dingen auch, wie die Wirkung ist. Also beispielsweise, ich habe jetzt gerade auf Welt wieder einen Artikel gelesen über die AfD und es ist aus meiner Sicht, also wahrscheinlich wir bemerken das, aber das ist natürlich selbstverständlich, dass das Urteil über die AfD in dem Artikel drin ist. Die Meinung ist in dem Artikel drin. Und es wird aber scheinbar sachlich berichtet. Also dann wird über Jonas Dünzel berichtet und wird so allgemein berichtet, aber es kommt im Unterton immer rüber. Die AfDler, sie tun nicht, aber sie sind bedrohlich. Ihnen kann man nicht über den Weg trauen. Und bei BSW ist es genauso. BSW wird jetzt ja auch verächtlich gemacht. Und diese, warum auch immer, also natürlich die Leute, aus meiner Sicht, die könnten es vielleicht auch merken, aber der Wille anscheinend, sie springen auf den Zug auf. Also diese Meinung, die transportiert ist, sie springen auf den Zug auf und übernehmen es. Also entweder, weil sie nicht reflektieren, dass das gar nicht ihre Meinung ist, sondern die Meinung schon mal im Artikel drin ist, oder sie sehen, okay, die große Mehrheit macht die AfD verächtlich, ich schließe mich dem an, Mobbing gegen den Kleinen, gegen den Schwachen macht Spaß. Oder das fördert mich. Ich fühle mich dann stark, wenn ich diejenigen, die von allen drangsaliert werde, wenn ich auf den Zug mit aufspringe und da mitmache. Aus meiner Sicht ist es ganz klar, dass auch an diese ganzen negativen Charaktereigenschaften der Leute appelliert wird. Es wird auf unterschiedlichste Weise. Aus meiner Sicht ist es, das System, dieses Konzept ist über die Jahre perfektioniert worden und es wird an alle negativen Charaktereigenschaften der Leute auf unterschiedliche Weise wird appelliert. Und indem jetzt Björn Höcke erklärt, das mag schon sein mit dem Robert Sesselmann, dass er es jetzt auf Anhieb nicht besser lösen könnte als die CDU, weil die CDU sich aktuell bemüht. Er räumt die Frage mit einem Schlag ab und er verweist auf das Entscheidende, nämlich, dass die AfD ihre Fahnen nicht in den Wind hängt und dass die AfD charakterlich gerade ist, was das viel wichtiger ist. Viel wichtiger als die intellektuelle Fähigkeit, ein Problem zu lösen. Ob jetzt die CDU ein bisschen besser kann oder die AfD, das Entscheidende ist nicht das Allerwichtigste ist nicht die Fähigkeit, sondern das Allerwichtigste ist der Charakter und der Willen. Was ist die beste Fähigkeit, wenn im Zweifel die Leute illoyal sind und gegen die eigene Bevölkerung regieren, zugunsten der eigenen Karriere? Was ja genau die ganzen Altparteienpolitiker die ganze Zeit machen. Die Bevölkerung spielt für sie nicht die erste Rolle, sondern die erste Rolle, die spielen sie selbst. Sie wollen vorankommen und dafür sind sie bereit, Narrativen zu folgen, die Deutschland schaden. Also jetzt gerade mit der Ukraine, mit den Waffenlieferungen. Und aus meiner Sicht, die AfD-Politiker, sie können das immer in den Mittelpunkt stellen, dass genau das, dieser Charakter, dass sie entgegen Widerständen, sie sich für Deutschland einsetzen. Im Gegensatz zu den Altparteien. Das ist erstmal natürlich, sie können natürlich auch erklären, sie sind die fähigeren Leute, sie haben bessere Abschlüsse und so weiter und so fort, sie haben bessere intellektuelle Fähigkeiten. Das können sie natürlich auch sagen, wir sind die Besseren, wir sind die Klügeren. Aber das wirkt vielleicht im Zweifel sogar ein bisschen arrogant. Sondern das Entscheidende ist, dass man sagt, wir haben mehr Herz. Wir sind charakterlich gerade. Und das ist auch das, was der Bevölkerung wichtig ist. Sie wollen Leute haben, denen sie vertrauen können. Und genau mit der Massenmigration, das wäre die Frage, wäre der perfekte Aufhänger gewesen, hätte man als perfekten Aufhänger benutzen können, die Altparteien und die Medien bloßzustellen. Also sozusagen diesen Angriff von diesem Moderator, der eigentlich ein Risiko war auch, das kann man perfekt aufgreifen, um sozusagen diese Frage, die frühstückt man schnell ab und sagt, ja gut, es hat jetzt vielleicht aus welchem Grund auch immer, weil vielleicht ein CDU-Mann jetzt da war, hat das nicht so gut geklappt. Das mag schon alles sein. Und dann sofort macht man weiter mit dem, was wichtig ist. Und dann kann er auch schwer unterbrochen werden. Er wird dann seinen Punkt machen können. Und aus meiner Sicht, bei allen Themenkomplexen kann man immer so argumentieren. Seien es die Waffenlieferung. Man sagt immer, der Unterschied zwischen uns und den anderen ist, wir handeln für Deutschland nach unserem Charakter gegen Widerstände. Die anderen machen nur das, was die Mediennarrative sind, was die Medien befürworten, wo die Medien sagen, dass es gut ist. Besonders die CDU. Sie folgt immer den großen Medien, sei es Atomausstieg, sei es Verbrennungsmotor und so weiter und so fort. Das kann man, eine ganze Palette an Beispielen kann man aufmachen, kann man zeigen, haha, die Medien berichten so und so, vor allem Springer, CDU folgt. Jetzt ist Springer umgeschwenkt, Massenmigration, Verbrennungsmotor, was weiß ich, also auch alle möglichen großen Medien, natürlich auch die öffentlich-rechtlichen. Jetzt wird umgeschwenkt, jetzt schwenkt auch die CDU um.
Und das Problem ist, die CDU, sie kann daran nichts ändern, weil sie hat sich in der Vergangenheit so verhalten, wie sie sich verhalten hat. Das heißt, die CDU sitzt in einer Falle, aus der sie nicht rauskommt. Sie hat ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.